Ja, moin, herzlich willkommen zu einer Buchrezension, die ich vor einigen Wochen schon mal gemacht habe. Dann aber, warum auch immer, das Video scheinbar gelöscht habe. Und jetzt klacken auch nochmal eine kampfhandende Haare. Naja, egal. Es geht um Der Schlüssel der Magie, die Diebin, der Auftakt einer Trilogie, von der ich auch den zweiten Band schon hier habe, über den ich aber gerade nicht reden möchte, sondern nur über den ersten Band. Robert Jackson Bennett hat ihn geschrieben. Und tatsächlich eine ganz einfache Geschichte. Die Diebin Sansia, genau, soll etwas klauen, schafft das und ja, entdeckt dabei, dass es sich um einen Gegenstand handelt, mit dem sie quasi jede Tür auf der Welt aufschließen kann. Und ich verrate es vorweg, weil das relativ schnell vorkommt, der auch mit ihr spricht. Und da das natürlich sehr selten ist, eine Tür oder jede Tür aufschließen zu können. Und da natürlich sehr selten ist oder quasi einzigartig jede Tür und wirklich jede aufschließen zu können, ist sie natürlich schnell gejagt. Und zwar von sehr, sehr vielen Leuten, die aus verschiedenen Gründen ja, sie finden wollen. Und dann merkt sie in diesem Fall, sie kann es nicht alleine schaffen und sie braucht dringend Ja, Verbündete. Und das ist im Grunde tatsächlich die Handlung dieses Buches, diese Suche oder irgendwie mit dem Artefakt durchzukommen, zu überleben, um dann im zweiten Teil das Ganze etwas auszubreiten. Die Charaktere, ich mag die Charaktere. Ich mag die durchaus taffe, starke Hauptdarstellerin in diesem Buch. Ich mag aber auch alle, die sie trifft. Mit ihren Ansätzen wirklich super. Eine tolle Besetzung, die hier gefunden wurde. Weiß ich auch gar nicht, was ich dazu mehr eigentlich so viel mehr sagen soll. Haben es nicht alle die gleiche Tiefe, aber sind alle so für sich komplett unterschiedlich. Auch nicht alle so die typischen Stereotypen, die man sonst so aus Fantasy-Büchern kennt. Also da schon mal gelungen. Die Geschichte durchaus kreativ, was nicht die Grundidee, mit der das Buch anfängt, das ist natürlich alter Hut, aber die Idee des Schlüssels, wie dieser Schlüssel funktioniert, das finde ich super und da kommen wir gleich noch zum Magiesystem. Aber sonst ist das da ja, von der reinen Geschichte, die dieser Band erzählt, ist es so ganz klassisch. Eine Bande findet sich zusammen oder mehrere Antagonisten. Diese eine sucht die andere und so wird es eine Gruppe. Und im Grunde kann man das Ganze so beschreiben. Gefällt mir gut, ist jetzt nicht außergewöhnlich. Was außergewöhnlich ist, und daran hat auch dieser Schlüssel seinen Anteil, ist das Magiesystem dieser Bücher. Und es ist kein richtiges Magiesystem in dem Sinne, sondern man definiert hier die Magie, so kann man es, glaube ich, am ehesten sagen. Nehmen wir uns mal eine ganz einfache Tür. Der wird gesagt, wenn du Schlüssel X reinsteckst, der so und so aussieht, öffnest du die nach außen. Und so über sogenannte Scrim ist diese Welt aufgebaut, Häuser aufgebaut, Waffen werden besser. Da gibt es echt so viel kreative Sachen, dass das eine glatte Eins ist. Es spielt alles in einer Stadt, die ist sehr düster. Ich mag düstere Romane. Es ist alles irgendwie hoffnungslos. Man hat immer das Gefühl, wenn es irgendwie eine Lösung gibt, wird es schlimmer. Dann doch, oder es war falsch. Und da hat Bennett, oder Jackson Bennett, okay, zweiter Vorname, zweiter Nachname, hat tatsächlich da wirklich ein sehr schönes Gespür für dunkle Fantasy entwickelt. Insofern die Diebin für mich durch diese vielen, gar nicht so diese Grundgeschichte, worum es hier geht, was dieser erste Band erreichen soll, worauf dann der zweite Band aufbaut. Aber alles drumherum gefällt mir halt wirklich, wirklich super. Insofern kosten die alle 16 Euro, glaube ich. Kann ich absolut empfehlen. Eine Top-Fantasy-Reihe. Und von mir, wie gesagt, geht da der Daumen absolut hoch. Ich habe den zweiten Band auch schon gelesen. Geht fast genauso gut weiter. Insofern, ja, was bleibt mir nur zu sagen? Ich würde mich freuen über die Glocke, ich würde mich freuen über den Daumen hoch. Wenn ihr den Daumen runter macht, sagt mir doch einfach warum.
Und wenn ihr mehr Bücherrezensionen sehen wollt, dann sagt das doch einfach auch. Würde ich mich auch sehr freuen drüber. Mache ich nämlich eigentlich gerne. Kriege hier immer nicht so viele Klicks. Aber das stört mich persönlich einfach gar nicht. Ich hoffe, euch stört es nicht. Und sonst bleibt mir jetzt einfach nur zu sagen, wann immer ihr dieses Video jetzt gesehen habt, wünsche euch einen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht. Auf Wiedersehen.